Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sweet Transit. Beim letzten Mal die Tutorials gespielt und heute gehen wir mal in ein, ich denke mal, freies Spiel, und zwar die neue Welt. So. Oder einfach nur in eine neue Welt. Welterstellung. Nee, dann lass nach Paris gehen. Weil die ist schon erstellt. Okay, dann machen wir Paris. Ich habe keine Ahnung, ob die Map groß ist oder klein ist oder ob das jetzt hier irgendwie schwierig oder einfach wird und wie tief das Ganze, also wie viel Tiefe dieses Spiel besitzt, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon mal nice zu sehen. Hier haben wir überall Kohle. Quasi überall unten. Und nur da und da ist Lehm. Was anderes gibt es quasi gar nicht, ne? Krass. Bin mal gespannt, wie viel Tiefe das Spiel zur Verfügung stellt, sag ich mal. Okay. Erstmal kurz einen Einblick hier, Überblick verschaffen. Wir haben auf jeden Fall eine doppelgleisige Schiene, was schon mal nice ist. Da ist einfach ein Dead End. Okay, alles klar. Da ist ein... Was ich nicht ganz verstanden habe in den Tutorials ist, warum muss das Lagerhaus so im Nichts stehen? Macht sich eigentlich Sinn, das Lagerhaus hier in die Mitte zu knatschen irgendwie so? Also jetzt mal ohne Witz. Was hat das da zu suchen? Habe ich nicht ganz verstanden irgendwie. Naja. Okay. Einwohnerzahl, bla bla. Städte haben wir nur eine, ist auch klar. Kohlebergwerk. Okay, okay. Wir haben 20 Kohle. Steht ja auch oben da, easy. Oder ist das deswegen mittig, weil es einfach für die ganze Karte zählt? Kann ja auch sein. Weiß ich. Sehen wir alles noch. Züge haben wir zwei. Einmal den Coal Train und Coal Workers. Machen wir natürlich erstmal ein bisschen anders hier. Das geht ja so gar nicht. Kohlearbeiter 1. Ganz simpler Name. Und Kohle 1. Einfach nur Kohle. Ist egal. Hinweis, falls du dir aber nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, mach dir keine Sorgen. Du kannst das im Freischaltmenü nachschauen, was du als nächstes tun kannst und wann. Die Auswahl eines Dorfes zeigt dir an, was dieses Dorflokal freischalten kann. Nett. Ja, ansonsten, die Zugschienen selber sehen alle noch ein bisschen unnötig aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Die sind alle irgendwie ziemlich groß und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, wie das hier gebaut ist. Aber lassen wir es erstmal so. Und gucken erstmal, wie wir alles machen können. So, produziere Holz. Also wir sollen schon mal Holz machen. Ist es eigentlich egal, wo wir Holz hinbauen? Also kann ich jetzt einfach hingehen und sagen, ey, yo, lass mal einfach hier oben eins hinbauen, weil das halt nah am Warenhaus dran ist. Oder würde ich mich sagen, machen wir jetzt hier einfach zwei, drei Holzfällerhütten rein oder nutzen die Fläche generell für Holz? Wäre jetzt so mein Vorschlag. Hinweis. Du befindest dich im Baumodus. Du kannst den Baumodus mit Hilfe des B-Hotkeys betreten und verlassen. Ja, das dachte ich mir schon. Ah ne, so komme ich nur zum letzten Ding ins Okay. Sägewerk. Ja, ja, ich hab's doch. Ich hab das Tutorial schon gespielt. Lass mich in Ruhe, bitte. Da würde ich mich sagen, setzen wir das einfach mal hier hinten hin. Machen wir es mal irgendwie. Wir setzen es einfach mal da rein. So. Ist einfach ganz cool so, weil wir können jetzt hier hingehen und die Lagerhäuser. Wie teuer sind die eigentlich? Kosten die gar nichts? Ich glaube, die kosten gar nichts. Angenehm. Dann komme ich jetzt hier unten ein paar Bäume hinklatschen. So. Optimal. Kann ich das irgendwie... Oh, ich muss jetzt echt einzeln wegklicken. Ich habe jetzt gerade ein paar Tasten ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass ich es verschieben kann. Und wenn, kenne ich die Taste noch nicht. Aber mal gucken. So, dann war schon mal das erste Holzfäller-Ding hier gebaut. Es arbeiten nicht genug Personen hier. Ja, ja, weiß ich doch. So, jetzt gehen wir hin und machen uns einen Bahnhof. LOL!
Man hat Presets für Kreuzungen und Einbindungen. LOL. Ja, wozu selber bauen? Jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja voll unnötig. Cool. Überquerung. Bauen Sie eine Brücke über Schienen. Alles klar. Okay. Haben wir gemacht. Nett. Erstmal umbenennen die ganze Scheiße. Wir sind ja hier deutsch, ne? Lagerhalle. Ja, nett. Und dann können wir hingehen und können dann hier die Schiene mich direkt mal schön da reinklatschen. Aber vorher würde ich gerne hier hingehen nochmal und kurz was ändern. Und zwar diese paar Bäume, die hier überstehen, nehmen wir weg und machen schon... Alter, ich bin bei dem Gebäude, Junge. Was willst du jetzt mit dem Bahnhof? Da einmal hin und hier. Das ist okay. Na, es geht schon so. Okay. Dann machen wir ein paar Zuglinien. Und zwar so schön da dran. Perfekt. Wunderschön. Und hier geht das Ganze dann... Nein, warte. Geh bitte weg. Einfach geradeaus. Dann passt das Ganze. Signale machen wir natürlich auch ein paar. Zack. Hier machen wir natürlich ein paar Vorsignale draus, damit da ja nichts kaputt geht. Wunderschön. Aber die haben hier nirgendwo Vorsignale gebaut, außer... Das ist ja schon schwierig eigentlich, aber müssen die ja wissen. Wenn es jemand schief geht, können wir es ja reparieren. Das passt schon. So, und schon haben wir hier, eine kleine Holzfällerei-Bude gebaut. Wunderschön. So, ist natürlich jetzt ein bisschen großer Bahnhof, aber da kommt später noch ein anderes Sägewerk dran und so weiter. Oder vielleicht sogar noch zwei andere. Das wird schon, das wird schon. Okay, cool, cool, cool. Oh! Das passiert mir doch sonst nie. Jetzt sag ich das fünf... Och, ja, ist doch gut. Ich kann dir keine WLAN-Verbindung herstellen. Habe ich verstanden. Okay, gut, 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 gut. Sägewerk steht. Dann machen wir uns mal ganz kurz ein paar Zugdepot. Ja, machen wir mal ein paar Züge. Das ist ein Gondelwagen, der wahrscheinlich nur für Steine oder Kohle ist. Gehe ich jetzt davon aus. Da brauchen wir natürlich jetzt ein paar Flachwagen. Den Flachwichser da. Sorry. Passenger. Mm. Nehmen wir natürlich auch Passagierzug. Oder Zug können wir uns auch sparen, das sind alles Züge. Und du bist nicht Gondola, du bist ich nenne es einfach mal Bergwerk oder irgendwie sowas, keine Ahnung, weil es halt auch Steine und sowas tragen wird später. Na, ist doch egal. So, was ist das für ein Button? Zu kopieren. Ah, okay. Ja, wir machen den hier. Okay, ich bin jetzt gerade überlegen. Es ändert sich nur das Gewicht und die Waggons und die Länge. Was ich interessant finde, ist, weil ich dachte eigentlich, dass die Geschwindigkeit sich auch ändert. Tut sie aber gar nicht. Okay. Und warum ist die Länge wichtig jetzt hier? Die Länge ist immer wichtig. Sorry. So, Holz. Dann machen wir einfach 6 Waggons. Dann kopieren wir mal den anderen Zug. Passt schon. Bauen wir einmal. Und einen Passagierzug bauen wir einmal. Passt ja dann, ne? So. Route haben wir Paris... Kohle 1. Kohlemine. Auch nicht Paris 1, sondern einfach nur Kohlemine. Und da machen wir auch
Kohle 1. Okay. Cool, cool, cool. Eine neue Route. Kann ich eigentlich auch so anklicken? Nee. Oder? Nee. Schade. Ansonsten nehmen wir uns hier unten Sägewerk 1. Bisschen zur Lagerhalle. Du wartest da bitte immer auf volle Fracht. Oder? Achso, die bist zur Fertigstellung. Die Frage ist, wie definieren die Fertigstellung? Ist Fertigstellung für die... Jo, da gibt's nichts mehr einzuladen, also fahren wir los. Das hat quasi die Arbeit kurz gestoppt hat. Also bei quasi Inaktivität. Oder heißt das, dass wirklich... Weil wenn da voll gemacht werden soll, dann macht das hier keinen Sinn. Weil so kann ich ja nur sagen, ich würde es gerne unter 100% setzen. Also ich denke mal, Fertigstellung meinen die wahrscheinlich 100%, ne? Dann machen wir bis zur Fertigstellung oder verstrichene Zeit. Und dann machen wir... Ja, mach ruhig 20 Sekunden, ist eigentlich scheißegal. Ja. Könnt ihr. So, jetzt habe ich eine andere Frage. Warum war hier noch eine dritte? Warum bringst du sie nach Hause? Ist das wichtig? Ich habe nicht aufgepasst, was das angeht. Wir lassen es erstmal so im Lagerhaus. Passt ja schon. Inaktiv in yeah. Ja, ja, ist ja gut. Steuerung, Shift, Rechtsklick. Okay. Ja, 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 passt, 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 passt. So, du gehst bitte auf jeden Fall mal auf diese Route. Holz 1, gönn dir. Na komm, gib Gas. Tut, tut. Okay, darf man nicht fahren. Warum? Oh, den ersten Dampfzug. Okay, er ist einfach irgendwie dann da. Okay. Von mir aus. Züge benötigen Treibstoff, um effizient zu fahren. Sie tanken automatisch auf, wenn sie bei einem Bahnhof den Treibstoffzugang halten. Er ist doch wohl hier oben bestimmt da, oder nicht? Oder? Oh, ich bin mir nicht so sicher, ob das hier oben ist. Ein Zug kann einen Bahnhof nutzen, solange dieser mindestens zwei Schienen parallel zu sich besitzt. Ach so, man muss wirklich für jede Länge davon eins dingsen. Okay, okay, okay. Allerdings können Waggons, die keinen Bahnsteig auf beiden Seiten haben, den Bahnhof nicht benutzen. Du kannst einen Bahnhof erweitern, indem du Bahnsteige und Brücken baust. Ja, aber... Frage. Ich habe hier eine Lagerhalle und da. Achso, das ist ein Bahnhof, Lagerhalle 1. Ja, da geht's schon los. Ihr merkt schon, was ich meine, ne? Das ist schon schwierig. Kann ich nicht einfach hingehen und sagen, hier vorne ist jetzt einfach... So. Passt das nicht, theoretisch? Haben wir hier denn auch einen? Müssten wir eigentlich, ne? Ja, hier ist natürlich auch keiner. Dann setzen wir einfach da dran. Passt schon. So, dann setzen wir noch ganz kurz einen Passagierzug ein. Und zwar neue Route. Plus machen wir hier einmal die Route von... Hä? Warum sind da 40.000 PS? Hallo? Was ist das denn? Geil, ey. Machen wir so. Und zwar fährst du von Paris zum Sägewerk. Ja, und halt, ja, mach auf das gleiche, aber mit verstrichener Zeit ist schon okay. Wie sieht die andere Linie aus gleich, ne? Achso, guck mal an. Machen wir so. Ist ja egal erstmal. Ja, erstmal einfach reinballern. Wir haben Arbeitermangel. Ja, ja, ist ja gut. Entspann dich. Ach, der startet jetzt hier.
Tutut. Ganz schön langsam der Zug, huh? Mit 30 km/h. Einsteigen bitte, Mädels. Will keiner. Sehe ich, was du trägst irgendwie? Ich sehe deinen Treibstoff. Ja, du hast gerade vollgetankt, aber sehe ich auch zufälligerweise, was du trägst? Jetzt mal nur Joke. Sehe ich, was du trägst? Deine Farbe? Info. Ah ja, Passagiere mal 40. Cool. Okay. Die lädt jetzt wahrscheinlich alle ab, logischerweise. Klock, 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 klock. Und gibt's Gas. Du hast immer noch Passagiere 40. Oder kannst du so viel einfach generell tragen? Und das sollen wir erst jetzt irgendwie sagen. Weil hier steht nirgendwo, wie viel du trägst gerade. Hm. Das ist ja spannend. Okay, Holz wird verbraucht für was eigentlich? Wozu braucht man Holz? Also außer jetzt, also ich meine, wo wird das für die Instandhaltung genutzt, meine ich? Oh, 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 Fischknappheit hier. Ui, ui, ui. Wirkt zumindest so ein bisschen, ne? Ui, 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 ui. Schwierig, ne? Echt, das geht nicht. Dann halt so. Sollte doch jetzt eigentlich funktionieren mit Fisch, ne? Ah, guck mal an. Wunderschön. Wie viel verbraucht so ein Haus? Minus 30. Das... Okay, hier steht einfach nur die generelle für Paris. Das ist ja toll. Und wie viel verbraucht ein einzelnes Haus? Eins pro Minute. Also reicht das für 20 Häuser. Und ich habe hier 37. Oder 30 Wohnhäuser. Also... Kann ich jetzt noch 10 Stück bauen und passt das mit dem Fisch genau? Das wollte ich doch nur wissen. Was? Ah, ich hatte wahrscheinlich zu wenig Holz gehabt, denke ich mal. Naja. Alle Gebäude. Ja, ich. Ja. So, das sind dann unsere neuen Häuser. Ich will die ganze Zeit wegen Anno immer Rechtsklick drücken. Und dann, Straßen auswählen, aber geht ja gar nicht. Wir brauchen Wasser. Oh. Dein Ernst? Schwierig mit euch, echt schwierig. Ja, mach mal so. Oh, Arbeit. Hör doch auf rumzuheulen. Ah, es reicht nicht ganz. Egal. Müssen wir trotzdem dahin setzen. Setzen wir hier noch einen hin. Ist erstmal egal. So, Paris, kannst du mal ein bisschen wachsen jetzt hier. Gönn dir. Geld steigt auf jeden Fall. Nett, nett. Okay. Also müssen wir jetzt aber nur 800 Einwohner erreichen, dann haben wir quasi... Dann versuchen wir immer nur die Ziele zu erreichen erstmal. Mal gucken, wie viele Ziele es gibt. Ist auch mal ganz interessant zu sehen. Die Frage ist... du kannst in einem Gebäude 15 Leute haben. Das heißt 800 Arbeiter müssen also logischerweise geteilt durch 15 sein. Das sind 150 für 10 Gebäude. Das heißt, wir haben jetzt mit... 40 Gebäuden, 600 Einwohner, bräuchten also nochmal eine Fischerei und nochmal 20 Gebäude mehr. Aber die haben jetzt ein Problem, weil keine Arbeit, glaube ich, ist das Symbol. Oder was meckern die rum?